Hier ist was zum Lesen für dich. Extra für dich. Stell da mal drauf. Weil ich muss ja mal die Fenster aufmachen. Wie stinkt's? Deswegen sei, ich muss mal die Fenster aufmachen. Ne? So, wo ist was zu lesen? Hier. Ja. Ist da noch irgendwas? Nein. Also was steht denn hier? Tagebuch, Notizen des Kommandeurs. Wegen verstärkter feindlicher Flugaktivitäten haben wir alle Kommando- und Leitstellen in dem Bunker der Plantage verlegt. Wenn wir angegriffen werden, suchen mein Stab und ich Schutz im Bunker, bis Entwarnung gegeben wird. Bis auf Weiteres werden angemessene Vorräte und Spezialwaffen dort gelagert. Tägliche Inspektionsnotiz folgt. Also auf in den Keller. Keller. Meinst du, lebt noch wer? Ich habe gerade einen illegalen Kellerausbau gefunden. Ja, ich bin schon reingegangen in den illegalen Keller. Ja, da lebt noch wer. Hast du etwa hier geschossen? Walter Rambo mit dem Bogen, ey. Der funktioniert super. Bräuchten wir beide noch ein Kopftuch, also so ein Bandana. Rotes am besten. Ah, was haben wir denn hier? Gewehrmunition. Kann ich mir nicht einfach auch irgendwie eine Schnur um den Kopf wickeln? Diese blöde Köter. Ja. Der hat jetzt hoffentlich nicht zu viele von denen aufgescheucht. Aber wo geht's denn hier hoch? Ah, okay, da gibt's das ist eine Leiter nach oben. Hoch oder runter? Erstmal runter, oder? Dieses Teil, da habe ich irgendwie schon so leichte Rambo-Flashbacks. Hier ist auch wieder hier Wasserboarding oder Waterboarding, wie das heißt hier. Ja. Schön Fleischerhaken oder Leute dran, schön als Halloween-Dekoration dranhängen kannst. Ja, aber dieses Teil hier. Nett. Was war das Rambo 3, glaube ich, als sie ihn auf das Bettgestell geschnallt haben? Mit Strom durch hier, ja, eine Autobatterie. Ja. Autobatterien dran und dann geht's. Beste Grill, einfach so ein Bettgestell. Okay, geht nicht auf. Alter, was ist das hier für ein tiefer Bunker? Folterkeller. Der Folterkeller, sag ich dir. Was schießt du da? Auf Gegner. Wie üblich. Was haben wir denn hier? Fotoapparat, Radio. Guck mal, das ist aber. Ist aber ein bisschen USA-Flagge. Hier. Ist auch als USA-Sachen, wie es aussieht hier. Würde ich mal so sagen. Milchstiefel. McKellen, so ein gefakter. Köter dabei. So ein gefakten Jack Daniels, steht auch im Regal. Schon wieder Spaten. Guck mal, hier könnte ich zwei Modelle auswählen. Ja, welche dir besser gefällt. Kann ich leider nicht. Ich will, lass List mich nicht. Hier mir sehr merkwürdige Auto. Hört auch schon drauf. Wollen wir nicht kommen. Warte, bis du den fertig machst. Ist die unbedingt. Meine Knarre ist nicht so leise. Na, die habe ich noch was zu lesen. Funkmeldung 4425 muss kodiert übertragen werden. Betreff Verfassung der Truppen. Die Luftverteidigung in diesem Sektor wurde wie befohlen eingerichtet. 100 mm Flak sind eingegraben und vollständig einsatzbereit. Lautsprecher für patriotische Nachrichten wurde installiert, sind rund um die Uhr im Betrieb. Jetzt kann man den Leiter runtergeholt. Kann man machen. Hier ist, wenn du eine Knarre mit Schalldämpfer willst, ist hier eine auf dem Tisch. Was? Knarre mit Schalldämpfer? Eine Pistole. Ah, Moment. Wir tauschen das. Das dagegen, das.
Hier geht's auch hoch. Ja, wir müssen hier hoch, weil sonst geht's ja nirgendwo mehr weiter. Anderen Sachen ging es ja auch hoch, hast du gesagt, ne? Auf der anderen Seite. Oh, Brandpfeile. Jetzt kriegen wir hier an das gute Zeug. Was haben wir hier? So. Aber sonst ist hier draußen nichts mehr. Nein. Wollen wir nochmal zurückgehen und schauen, wo der andere Eingang hingeht? Hat sich jetzt auch noch was aufgetan hier. Da, wo wir schon mal waren. Wieder ein neues Symbol. Ich muss erstmal hier den richtigen Weg nach unten finden. Nicht wieder die Abkürzung, die ungesunde. Ja. An einer Vollerkammer vorbei hier. Ja. Und dann müsste es sowieso gleich irgendwo sein. Genau da. Schau mal, wo es da hingeht. Kommt aus der Höhle hier. Dann gehen wir mal 300 Meter in die andere Richtung, wo du was markiert hast. Oder hat sich das von alleine markiert? Oh, Moment, da habe ich was. Jetzt sind auf einmal welche. Ernsthaft? Kollegen? Hey, schauen wahrscheinlich nach dem Verbleib des Kommandanten. Hätte ich auch noch mit. Doppelt länger. Hattest du das auch gerade? Ja, irgendeiner hat das gesehen. Kriegt. Irgendeiner? Alter. Das ist ja okay. Aufgeschreckt. Blut immer schön. Ja, das Kugel in den Arsch. Das war's aber, wie es aussieht. Wollte sagen. Gut, dann 200 Meter weiter in die andere Richtung. Ja, die Verbindung bei Discord ist heute nicht gerade wirklich gut. Nee, die ist heute echt nicht gut. Die ist nicht geil. Das ist ja wie also hier früher bei den 64K-Modus. Die schwankt heute sehr, sehr massiv von ganz normal auf rot und wir haben keine Verbindung nach dem Motto. Ja. Puma! Willst du dich wirklich mit dem Puma einlassen? Nein. Ah! Ah, aber ja, auf mich! Kommt aber mal, hab ich aber einen Puma am Arm gehabt, ey. Komm vor plötzlich. Uha, ich bin da. Keiner macht die Geisel fertig. Ich habe einen Kriegsgefangenen gefunden und lebend rausgeschafft. Vorsicht, da kommt noch wer. Aber ich habe noch irgendwas Rotes auf der Uhr. Hubschrauber. Halt, das war. Gegen den kann ich aber nicht viel machen mit meinem Bogen. Der hat uns eh ignoriert. Also war einfach nur Gefangener.
Okay, ist wieder ein Lautsprecher, aber kommen die immer her? Spawnen die oder was? Keine Ahnung. Er stand doch in dem einen Dings drinnen, dass die die alle aufgestellt haben. Ich vermute mal, die müssen wir auch alle kaputt machen, oder? Naja, das sind auch so... Helikopter her damit. Wir wissen, was los ist. Wir haben die Bugschaftung an deinen Stützpunkt gehört. So, Propagandalautsprecher hat sich ausgesprecht. Das ist richtig. Die Ecke auch wieder abgeklappert. Oh, oh. Nein, lass das. Ich habe versehentlich gerade was ausgelöst. Geh weg. Alter. Junge. Na, sprinten. Schmerz. Okay, alles klar. Der arme Kriegsgefangene. Ja, er liegt ja noch. Der hat schon eine Augenbinde. Alter. Hast du jetzt also rausgefunden, ja? Ja, unabsichtlich. Lass das. Jetzt können wir wieder zurückeiern. Keine Ahnung, wo du bist. Dahin pusht es da oben. Komm doch wieder aus dem Busch jetzt. Ja. Die mache ich alles fertig. Ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich. Ja. Schaufel-Action. Also auch so recht so viele Symbole, die man immer aktiviert kriegt, wenn man irgendwelche Kit tötet. Ja. Aber keine Ahnung, für was die gut sind. Nee. Wie auch nicht. Aber ich bekomme sie auch, ja. Vor allen Dingen dann, wenn du Stealth Kills machst. Ploppen ja. Die hoch. Wahrscheinlich irgendwie Buffs vielleicht oder so. Möglich. Irgendwas. Das könnte möglich sein, aber dann sind die sehr kurz da und bringen, glaube ich, nicht so viel. Ah, da ist die Hütte, ja. Bei der wir gerade schon mal waren. Naja, wir laufen jetzt gerade wieder komplett den ganzen Weg. Ja, Lück, Kommandant des Haus. Ist auch keine schnelle Reise, wie es aussieht, ne? Ja, wenn wir, ja. Vermute mal, weil wir die Dinger nicht gezählt bekommen aus irgendeinem Grund. Die werden ja nicht blau wie sonst oder müssen blau werden. Ich weiß es ja nicht. Ich hatte gerade irgendwas auf dem Radar. Ja, einer. Zwei. Okay, drei. Vier. Tiere. Hinter uns auch irgendwas. Ja, drei Stück. Vier. Noch hinter uns. Jetzt gibt's Krieg. War ich nicht. Ich habe nur noch Brandpfeile. Das könnte auch lustig werden. Wieso steht eigentlich immer Plündern voll, wenn... Ich
weiß nicht, ich glaube, wir haben auch nicht wirklich ein Inventar. Also wir haben schon ein Inventar, aber das besteht nur aus Kraut, Munition und Feuerzeugen. Ja, dann. Ist auch wieder zum Lesen. Das Gestrüpp brennt. Bunker, auf der Plantage. Ups. Hä? Da war gerade doch was zum Lesen. Da war doch gerade das Symbol. Hm? Ja, im Bunker drin, wenn du nach unten guckst. Jetzt ist ja angeblich was drin. Aber sind wir doch rausgekommen, oder nicht? Ja, eben. Hä? Und wir haben doch... Hier. Die lacht der Zettel auch schon. Moment. Kann ich dir gleich sagen, sobald ich ihn lese. Welcher Zettel? Hier am Tisch. Verfassung der Truppen. Ja, das habe ich vorhin gelesen. Das war das mit den patriotischen Lautsprechern und Gedöns. Also bei dir Symbol ist aber auch da, ne? Nein. Ja, dann ist ja okay. Alles klar. Musst du selber lesen, ne? Ich kann es auch nicht lesen, das ist ja der Witz. Ach so. Ich kann nur ballern. Ach so, ja dann. Ballern und die Kugeln zählen. Ja, hast du denn schon mitgezählt? Wie viele Kugeln haben wir denn schon verbraucht? Sehr viele. Sehr viele ist natürlich eine exakte Zahl. Das wusste ich natürlich. Doch schon immer. Habe ich schnell durchgerechnet. So, befreie die Fahnen. Ups, sie. Der alte Old MacDonald hat seine Farm. Tiere. Drei Soldaten, vier. Okay, da sind noch mehr. Ist es? Ja. Ziel nicht angreifbar. Das ist außerhalb der Kampfzone. Buh. Falcon 04, Ziel anvisiert. Lass mal Spaß machen. Da sind Zivis. Nein. Alter. Wir leben alle noch. Ich habe gesagt, lass mal Spaß machen. Ich habe nicht gesagt, dass es effektiv ist. Oh, ich auch noch einen rein. Ich gehe mal hier. Kampfposition. Ja. Das klingt planmäßig. Da hinten haben wir nämlich jemanden. Ich glaube, den sollten wir bestimmt befreien. In der Höhe. Rette ihn. Ich bin. Alter, wie stark. Das Höllenfeuer. Ja, das ist echt heftig. Ja, der Typ ist jetzt am Verbrennen, aber gut. Töte keine unschuldigen Zivilisten. Wir haben sie nicht getötet. Der ist einfach, direkt verbrannt, ey. Ja, der ist einfach gerade Toast geworden. Ja, sorry, diesmal was zum Lesen. Na. Da ließ ich momentan nichts, ey. Das ist mir noch ein bisschen zu heiß da. Ah, es geht doch. Ja, jetzt geht's groß. Was? Ach, da unten. Direkt hinter mir. Steht denn da? Anweisung: Umgang mit Blindgängern. Das Zusammentragen feindlicher Waffen wird in diesem Sektor fortgesetzt, bis es neue Anweisungen gibt. Seien Sie vorsichtig. Submunition kann auch in einem Durchmesser von nur. Was 64 mm haben und überall sein. Lesen Sie im Feldhandbuch nach, wie diese Waffen sicher geborgen werden. Ignorieren. Plündern. Ich weiß auch nicht, wo das Handbuch ist. Ich auch nicht. Wahrscheinlich ist es gerade verbrannt. Ja, oder was? Was zum Scheiß? Alter, ich sehe nichts. Warum müssen die mir immer so ihre
hässlichen, kreisligen Rauchgranaten vors Gesicht werfen. Stehen halt drauf. Alter, hinter uns brauchen wir besser nicht gucken. Wo soll denn jetzt dieser hässliche Lautsprecher sein? Ach, noch 90 Meter weit weg. Bin ich hier jetzt nicht. Das ist falsch aus. Über die Reisfelder. Ja. Ja, komm ab. Einmal Menü 14, bitte. Was ist das dazu denn von uns? Ja, jetzt weiß ich auch nicht so genau, was der jetzt gerade hier wollte. Ich brauche neue Pfeile. Brauche ich nicht. Warum ist ein Kolonel? Ein Könnel. Ein Kolonel. Ein Kolonel Könnel? Wo denn? Da. Da hinten. Und es ist ja gar nicht so weit weg. Vorher sollten wir vielleicht noch einen Abstecher in dieses Haus hier machen. Achso, da ist Major. Jetzt. Was jetzt? Kolonel oder Major? War das? Hier ist ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Wo meinst du? Ja. Gib her. Und dass ich dann die Augen aufhalte. Also was. Noch spannend hier. Das kann uns direkt zum Einsatz kommen hier. Was ist ein Hiedetyp? Das wird der Kolonel sein. Ah. Wo fangen wir denn an? Eigentlich da hinten auf dem Dach, oder? Kannst du vielleicht durchschießen hier? Guck mal, wenn du jetzt nach links gehst, ganz nach links zum im Fenster. Guck mal, da hinten sitzt direkt einer auf dem Stuhl. Kannst du den treffen? Du meinst den da? Hey. Oh, er schläft direkt. Riecht auf den Stuhl eingeknackt. Mit dem Kolonel dürfte das nicht funktionieren. Mal wieder ein bisschen. Gehen wir wieder ein bisschen ran. Ja, ist der Kolonel, der mit der Corona. Das ist mir gerade aufgekloppt. Ich muss mal ein bisschen weiter ran, weil ich kann ja wieso nichts auf der Entfernung begreisen. So. Python 2-5. Ein NVA-Kommandeur wurde eliminiert. Alter, wie viel hält denn der aus? Das war eine Flamme. Wie der da sitzt, Alter. Ich weiß nicht, ob der bei dir auch sitzt. Ich lasse den nur mal auf dem Stuhl sitzen, ey. Moment, ich komm mal rum. Das ist geil. Na komm, ja, stepp da unten. Kackhüter, komm her. So, ich fand. Ja, lass mich. So, jetzt komme ich vorbei. Ich hoffe, der sitzt bei dir auch so da, ey. Aber schade, dass ich den einen nicht so getroffen habe. So, zeig mal, ja. Der sitzt bei dir auch so? Ja, er macht ein Nickerchen. Er hat voll bei mir noch ein Bein auf der Tischplatte noch. Ja, bei mir auch. Aber hier gibt es was zu lesen. Was steht denn hier? Irgendwas tötet alle Bäume um Pflanzen ab. Alles stirbt. Wir setzen Flammenwerfer ein, um die tote Vegetation zu entfernen. Die Situation hat Auswirkungen auf die lokale Nahrungsmittelversorgung. Und es gibt wachsende Bedenken, ob auch das Trinkwasser kontaminiert ist. Ja, das Ganze nannte sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Agent Orange. Das ist eine neue Fanta-Sorte? Nee. Eher nicht so. Das war ein Mittel, was eigentlich zur Entlaubung eingesetzt worden ist. Damit sich der Vietcong nicht im hohen Gestrüpp verstecken konnte. Okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ja auch schon ewig her. Dass ich das mal gelernt habe in der Schule. Das wusste ich gar nicht gut. Ich habe mich auch nicht so wirklich
themamäßig fast das Wort. Hm. Hier oben wäre auch noch eins mit. Ja, das wird wahrscheinlich das. Ja, hier ist, glaube ich, das Entlaubungszeug. Das sieht sehr orange aus und kaputt alles. Eigentlich wurde das von Flugzeugen und Hubschraubern aus eigentlich eingesetzt. Also es wurde so besprüht, wie man es aus der Landwirtschaft kennt. Hm, müssen wir hier gerade ausgucken. Ja. Hab ich dich. Ich habe hier schon wieder irgendwas auf der Uhr. Na, unten kommen welche. Alter. Oh. Sollten nicht hier hin, glaube ich. Aber ist nicht gut für uns. Aber ich bin so weit weg jetzt. Ich kriege einen Hustenanfall. Ja, nicht nur du. Ach, das ist das Flugzeug. Na, hier ist ja das Pilot. Zack. Feuerzeug. Ernsthaft? Das Tier. Lass doch das Tier. Plündern voll. Das nächste markieren. Ja. Dürfen wir aber außen rumlatschen, oder? Was war das? Das war also auch giftig für Menschen, oder? Das soll ich? Ja, ja, klar. Also quasi auch ein, auch hier quasi hier wie Dings. Wahrscheinlich wie heißt das andere Zeug hier, was sie eingesetzt hat? Ersten Weltkrieg. Senfgas. Ja. So, wo wollten wir denn eigentlich da hinten noch? Genau. Aha. Ja. Also in das mache, kommt direkt Erinnerung hoch bei Satisfactory. Giftgebiet. Kann man irgendwo sehen, wo der rumfliegt, rumliegt? Okay, das Zeug hat ziemlich gute Reichweite. Wir halten interessiert, warum konnte die da rumlaufen? Er kann doch gar nicht rumlaufen, er ist ja gerade umgefallen. Oder typisch mit Fernglas. Da ist ein Fallschirm. Ja, wo der Fallschirm ist, wird der Typ liegen, oder? Ne, die liegen manchmal nicht mal an. Alter. Wie weit muss ich ihn jetzt weg von dem? Der liegt manchmal in der Nähe, aber nicht immer genau da. Tja, wer traut sich rein? Was machen wir? Okay. Alles oder nichts, ich komm. Tief eininhalieren. Muss sich auch lohnen. Hey, was denn? Ich hab was aufgedeckt. Wo ist er denn? Hinterm Stein? Nein. Verdammisch. Partner wurde entdeckt. Lass mich. Aua, Mann. Ist immer auf da hinten jetzt? Okay, ich. Man, das krieg. Der Hus ist zwar ein bisschen, aber scheint jetzt nicht, sag ich mal. Also, der muss jetzt wahrscheinlich Langzeitschäden nach sich ziehen. Ach, geht schon. Wo ist der Pilot, ey? Okay, die haben. Warum die rumlaufen können? Die haben Mundschutz an. Die Typen haben Mundschutz auf. Alter, du, man verreckt aber wirklich. Na, da ist er. Kurz erste Hilfe. Hast du ihn gefunden? Ja. Also das Zeug ist echt haarig. Also ich wäre jetzt fast verreckt dran. Okay.
Nee, bei mir hat das irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Echt nicht? Bei mir schon. Ich musste mich gerade sogar mit Verband heilen, sonst wäre ich verreckt. Sieh, dass es nicht die Typen waren, die ich geschossen haben? Ja, ganz. Also die haben mir auch Schaden gemacht, aber der Skars auch. Also da ein Problem, wie soll man da rüber? Das ist gut, daran zu streifen, wir müssen aber durch. Ja, dann durch. Oha. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weiß ich auch nicht. Na, ist doch keine gute Idee. Da bin ich auch mit einem größeren Effekt hier. Mir auch, weil ich immer noch kein Lebensverlust. Okay. Ja, weiß ich auch nicht warum. Aber wir sind hier nicht alleine. So viel ist schon mal safe. Wo ging denn die Kugel hin? Haha, wolltest du ans Alarm dran, ne? Hätte so gedacht, Kollege. Wollte. Ja. Ich bin heute echt zu langsam. Alter. Schill, Kollegen, schill. Aua, sag mal, schill dein Nuggets. Na komm, schnell. Ah, ich nehme hier auch gleich rot. Nein. Ich habe ihn noch heilen können. Wer ist denn das hier, was so viel Schaden macht? Der drückt übelst viel Schaden raus. Ja, ich bin schon wieder tot, obwohl ich gerade mich am Heilen war. Wahrscheinlich der Scharfschütze, der hochgeklettert ist. Ja, ich glaube auch. Ach, bist du auch tot? Naja, ich hab mich gehalten, da bin ich direkt umgekippt. Ah, warum hast du nichts gesagt?